Dafür möchten wir euch gerne Tom vorstellen. Tom hat vor kurzem einen Online-Shop eröffnet. Unter www.tomshop.de kann er seine Produkte nun in die ganze Welt verkaufen. Allerdings gibt es da ein Problem. Toms Shop ist nicht verschlüsselt. Kaufen Kunden also in Toms Online-Shop ein, kann es sein, dass sich Betrüger über die unverschlüsselte Verbindung Zugang zu den Zahlungsdaten der Besteller verschaffen. Kreditkartendaten oder PIN und TANS werden dann ungehindert an den Rechner des Betrügers weitergeleitet. Zusammen mit den persönlichen Daten könnte dieser dann Transaktionen auf Kosten des Käufers ausführen. Dies ist natürlich nicht in Toms Interesse, also baut er eine Mauer um seinen Shop. So hoch, dass sie für Diebe unüberwindbar ist. Im Internet heißt diese Mauer SSL. Davon hat Tom zwar schon mal was gehört, aber was das ist und wie das funktioniert, weiß er nicht. Noch nicht. SSL steht für Secure Sockets Layer. Kurz gesagt sorgt es dafür, dass die an den Server gesendeten Kundendaten verschlüsselt übertragen werden. Oftmals ist auch die Rede von TLS. Transport Layer Security. Das ist das Nachfolgeprotokoll von SSL und der aktuelle Standard. Die geläufige Bezeichnung ist aber bei SSL geblieben. Die erste Version wurde übrigens schon 1994 veröffentlicht. Um SSL zu beantragen, muss Tom zunächst eine Zertifikatsregistrierungsanforderung, kurz CSR, mit allerlei Daten erstellen und diese an die CA, die Zertifizierungsstelle, senden. Die CA ist eine Organisation, die dafür verantwortlich ist, digitale Zertifikate herauszugeben. Sie prüft anschließend die Identität des Servers bzw. des Domain-Inhabers. Das ausgestellte Zertifikat enthält neben Zusatzinformationen wie zum Beispiel der Gültigkeitsdauer auch einen öffentlichen Schlüssel, den Public Key. Dieser kann nur einer Person, in unserem Fall Tom, zugeordnet werden. Die CA beglaubigt diese Zuordnung mit einer digitalen Unterschrift. Toms Shop ist ab sofort zertifiziert. Mit der Ausstellung des SSL-Zertifikats beginnt Toms URL nur mit HTTPS. Das bedeutet, dass seine Website verschlüsselt ist. Je nach Browser wird beispielsweise zusätzlich noch ein grünes Schloss angezeigt. Ruft ein Nutzer nun Toms Shop auf, stellt der genutzte Browser die Anfrage einer verschlüsselten Verbindung an Toms Server. Dieser antwortet mit seinem SSL-Zertifikat, das unter anderem den Public Key enthält. Der Browser schaut nun in seiner Liste nach, ob er der ausstellenden CA vertraut. Falls ja, schickt er den Schlüssel dorthin und lässt die Identität des Servers überprüfen. Die CA schaut außerdem, ob der mitgeschickte Schlüssel in Toms hinterlegtes Schloss passt. Ist auch dies der Fall, gibt die CA dem Browser grünes Licht, die Verbindung zu verschlüsseln. Ab sofort werden alle ausgetauschten Daten zwischen Browser und Server verschlüsselt und somit unlesbar für Dritte. Darüber freut sich auch Tom.